Alexander, hallo, das ist der IKEA Torsby Esstisch Test für euch, damit ihr das hier mal sehen könnt. Das ist auch einer von meinen Lieblingen und zwar, den habe ich auch gebraucht bekommen. Ich weiß gar nicht, wir hatten so einen ehemaligen Vermieter ausverkauft, der wollte irgendwie alles losbekommen, das war mir gerade recht, dann habe ich einfach das gekauft, was mir halt Spaß gemacht hat. Echt so, also das, was so cool ist, das, weil es mir keinen Spaß gemacht hat, gegen so ein Sofa, nichts gegen ihn, das Sofa hat echt genervt, ja, es war. Es ist so ein Single 2 ist ja so, weil damit kannst du keine. Ups, ich muss die Kamera ein bisschen einjustieren. Ja. So, genau. So, das ist so ein Single-Zweisitzer Sofa, damit kannst du keine Dame bügeln, damit kannst du dich nicht relaxen und gar nichts, weil das ist nicht zu kurz, nicht zu lang. Das ist eigentlich nichts anderes als so ein größerer Einsitzer gewesen. Hat keinen Spaß gemacht, ja. Aber alles andere, ich wollte irgendwie alles los sagen, einfach alles mitgekauft, was irgendwie war. Und es gab auch noch einen extrem guten Preis dafür. Das Ding, ja, nicht wundern, das ist jetzt nicht so dieser Pressspan, Pappedeckel, sonst irgendwie Kramzeug da von Ikea, sondern die Platte ist wirklich, also ich zeige, jetzt macht es gleich knacken, ja. Also diese Platte könnt ihr euch, die ist auch schwer, also ihr müsst ihr, ihr solltet definitiv für zwei tragen. Dieser Klavierlack ist ein Klavierlackzeug, da ich zoome vielleicht mal ran, ist so ein Klavierlackkram, ist für euch nichts. Das Ding hat er auch schon ein paar Kratzer damit gehabt, ey, das ist sowas von egal. Wir haben es für echt, ich glaube, das kostet 950 Euro oder irgendwie sowas. Wir haben es für 40, 50 Euro oder sowas bekommen, ey, nichts zu sagen. Und was sind da nämlich die paar Schrauben? Wir nutzen es als kombinierter Lern- und halt Futterplatz und sonst wo. Und ich glaube, wenn irgendwann mal die Oberseite halt durchgeratzt ist, dann drehen wir einfach um oder sonst irgendwie, oder sonst kaufen wir neu oder machen wir eine Tischdecke drauf. Ja, das wäre vielleicht die Dinge, Tischdecke. Gut, so, das Gestell ist, ich weiß nicht genau, ob es ein verzinkter Kram ist oder Edelstahl. Also mir kommt es vor wie Edelstahl, ja, und es ist auch schön, ich habe gesehen, du kannst drauf sitzen. Wie der Zusammenbau ist, kann ich euch leider nicht sagen, weil das habe ich nicht gemacht. Die haben wir halt so mitbekommen und ist so halt geliefert worden von der Umzugsfirma. So, wichtig ist für euch die Tischplatte. Jetzt guckt man noch hier mal rein, ja, so um die Hosen hochziehen. Da kommt draußen, so, hier, also die Tischplatte, ja, ihr seht es halt hier, die ist nicht fest, ja, die liegt auf so einem Gummipimpel hier oben, so Gummiding, die rutscht nicht, weil die hat so ein Eigengewicht und unten drunter sind so Gumminoppen, ja, die sind hier unten drin, also ist verrutscht, ihr seht, es verrutscht halt schon, ja, aber halt nicht leicht, ja, so müsst ihr halt dran denken und, soll ich noch sagen, Genau, also es ist nicht fest, also ihr könnt immer mal die Platte mal hoch oder runter schieben oder müsst ihr mal ein bisschen justieren, die ist nicht festgeschraubt. Vielleicht kann man sie festdübeln. So, vielleicht könnte man sie irgendwie festdübeln, aber die Platte halt hier ist gemacht zum einfach drauflegen. Das müsst ihr wissen, aber wir können natürlich immer so ein bisschen Tesafilm nehmen und es fest, wo Spaß machen. Genau, das ist das Ding, wenn ihr einen Küchentisch sucht, einwandfrei. Also ich mag das Ding total gerne, weil es hat so eine, ich suche mal schon ran. Schick. Genau, jetzt seht ihr halt so ein bisschen Klavierlack. Ich zoome mal zu. Guckt mal hier drauf. Genau, so, dann seht ihr mal so die Klavierlackoberfläche. Ihr müsst es halt nur wissen. Und es hat jetzt hier, ne, wo erstens dieses weiß-silberne ist, so mein, also dieses schwarze Weiß-Kontrast und dann Silber hier ist natürlich mein Ding, was mir gut gefällt. Und es passt auch wirklich so jetzt hier in den Küchenbereich super rein, weil es einfach nicht zu groß und nicht zu klein ist. Ja, da können zwei Leute super essen und der eine kann lernen, arbeiten und sonst irgendwie etwas. Und das macht halt, genau, macht halt hier Spaß. Diese Stühle hier hinten, den gibt es leider nicht mehr. Also den gibt es nicht mehr. Ist auch ein Lieblingsstuhl von mir, den gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Deswegen mache ich von dem halt kein Video für euch. Gut, das ist alles. Link ist unten drunter. Ciao, ciao und bye.